Im richtigen Leben ist er Autoverkäufer-Lehrling und BMW X6-Besitzer. Ein Geschenk vom Papi, der Bendrit Beira. Dann gibt es noch sein virtuelles Leben, da ist der bald 19-Jährige ein grosser Star. Mit seinem iPhone nimmt der Bendrit uns im kleinen Zimmer die Schwammendinge daheim bei den Eltern seine Sketch auf. Ein Beispiel? Wieso fühlen wir uns eigentlich unter der Decke so sicher? Ich meine, ist ja nicht so, dass ein Mörder reinkommt und sagt, ich werde dich umbringen. Oh Mann, er ist wieder unter der Decke. Schon fast 100'000 Abonnenten sehen so im Wochentakt seine Sketch und Witz. Sie kommentieren und liken bis zu 730'000 Likes generiert ein Video. An einem Sonntagabend, etwa vor einem Jahr, hat der Bendrit Beira sein erstes Filmchen gepostet. Ich bin schlafen, am nächsten Morgen stehe ich auf. Nachrichten über Nachrichten, ich konnte nichts mehr reinschauen, gar nichts. Es ist wirklich explodiert, über die Nacht. Ich so, was läuft? Kann ich mit dir ein Bild machen? Ja, immer, sicher. Machen wir eins. Was haben wir? Ja, sicher. Auf der Straße kennt ihn fast jeder Jugendliche oder jungbliebene Facebook-User. Alle wollen noch ein Foto mit dem Internet stehen. Es ist wirklich so cool, das motiviert dich auch. Du weißt, Leute feiern dich, Leute haben dich gern und das ist immer etwas Geiles. Sketch mit witzigen Alltagssituationen, mit denen trifft der Schweizer mit albanischen Wurzeln offenbar den Lachnerv von ganz vielen Facebook-Nutzern. Was ist denn so glatt dran? Ich denke, er hat einfach unseren Slang und halt unsere Umgangssprache und das finden halt die Menschen lustig. Ich fühle ihn. Der Bendrit Beira will, dass ihn und natürlich seine Sketch noch ganz viele andere Menschen fühlen. Bei den Frauen läuft es schon viel besser, seit er bekannt ist. Zwiegis! Bendrit! Ja, Baba. Was ist das? Mini. Ja. Der Bendrit Beira möchte nicht nur in der virtuellen, sondern auch in der richtigen Welt ein grosser Star werden. Das als Komiker, als Stand-up-Comedian. Und sein ganz grosser Traum ist seine eigene Fernsehshow. Für Tele Zürich von Schwammendingen, Remo Müller.